Wir haben festgestellt, die Ostsee ist zu allen Jahreszeiten wunderschön, nicht nur in der Hochsaison im Sommer, sondern auch jetzt zum Beispiel im April. Dazu haben wir uns aufs Fahrrad geschwungen, sind heute von Selin bis nach Binz gefahren. Das ist gar nicht so weit, das sind so knapp 10 Kilometer durch den Wald und schön an der Küste entlang und genießen jetzt die ersten Sonnenstrahlen hier auf der Strandpromenade. Und genießen auch den Weg am Wasser entlang, schauen den Möwen zu, die hier ganz emsig das Futter aus dem Tang herauspicken. Und es ist einfach schön vor Ostern, Anfang April, relativ kalt noch, aber wirklich eine Reise wert. Die ersten Wassersportler wagen sich selbst bei den Temperaturen schon hinaus, nutzen den starken Wind fürs Kitesurfen. Der ist allerdings ziemlich böig, sodass dann doch das Segel gar nicht so leicht nach oben zu bekommen ist. Wir laufen dann am Strand zurück. Manch einer, der nutzt vielleicht auch so eine Bootsfahrt. Das ist aber nicht so unseres. Wir sind lieber in der freien Natur unterwegs und haben wirklich viel Spaß, durch diese wunderschönen Buchenmischwälder zu fahren und den beginnenden Frühling zu genießen. Und solche Wiesen wie diese hier sind also auf Rügen zu dieser Jahreszeit absolut normal und einfach ein wunderschöner Anblick. Von Binz in Richtung Selin geht es dann weiter mit dem Fahrrad in Richtung dem Jagdschloss Granitz. Da müssen wir ganz schön den Berg hoch. Freuen uns dann über die schnelle Abfahrt. Wer also gerne Berge hoch und runter fährt, der ist genau richtig an dieser Stelle. Denn hier kann man vielleicht auch mit dem Mountainbike oder mit dem E-Bike schön diese Landschaft genießen. Schön, dass ihr uns wieder begleitet habt auf diesen Reisen, die wir hier unternehmen und für euch dokumentieren. Genießt noch ein wenig diesen wunderschönen Sonnenuntergang im Zeitraffer. Das hat man auch auf Insel Rügen nicht so oft. Meistens legt sich dann doch noch eine Wolke davor. Das ist wirklich schon ein Highlight. Es wäre schön, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns einen Daumen nach oben gebt. Ganz liebe Grüße, eure Stromer, Marion und Ixi. Tschüss.